Ja, ihr seht, was wir spielen. Wir spielen Astrobot und vor allen Dingen gucken wir uns das Ganze auf der Portal an. Das Spiel kommt eigentlich erst morgen raus, ich weiß. Ich habe es aber heute schon zugeschickt bekommen. Ich hatte es nämlich online bestellt und war einfach super happy, das gerade im Briefkasten gefunden zu haben. Und von daher habe ich mir gedacht, komm, bevor ich das alleine spiele, gerade einmal kurz installiert, gestartet, geguckt, ob es läuft, direkt ausgemacht. Und jetzt gehe ich mit euch gemeinsam rein. Okay, wir haben eine fliegende PS5 mit sehr vielen Bots drin, das ist cool. Okay, da kommt irgendein Monster und macht unser PS5-Raumschiff Angst, das kann nicht sein. Okay. Ich muss auch sagen, ich hab mir den offiziellen Gameplay-Trailer angeschaut und ansonsten habe ich mir nichts angeguckt. Das heißt, wenn ihr jetzt das Video nicht guckt, weil ihr sagt, ey, pass mal auf, ich möchte dieses Spiel einfach selber erleben, verstehe ich das so dermaßen. Absolut. Aber vielleicht sagt ihr auch, okay, komm, eine Viertelstunde, 20 Minuten gucke ich mir mal an, damit ich sehe, wie es denn auf der Portal läuft. Denn die Portal ist einfach perfekt dafür. Wir dürfen nicht vergessen, kein anderes Spiel nutzt so dermaßen den Controller der PS5 wie eben Astros Playroom, beziehungsweise jetzt Astrobot. Und von daher, wie gesagt, ist es einfach das absolut perfekte Spiel. Wir müssen gucken, die einzige Sache, die vielleicht nicht zu 100% gut klappt, ist, dass wir beim PS5-Controller ja das Touchpad benutzen, was da drauf ist. Und hier nimmt man ja in dem und in dem Bereich das Display. Ich gehe nicht davon aus, dass das ein Problem gibt. Das war nämlich bei Astros Playroom auch kein Problem. Aber das ist das Einzige, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass das anders sein könnte. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Controller liegen. Den müssen wir durch Schütteln rausholen aus dem Sand. Und da sehen wir den limitierten Astrobot PS5-Controller, den ich verpasst habe zu bestellen. Und ich habe gar nicht mehr reingeguckt, ob es den jetzt aktuell noch gibt oder nicht. So, da seht ihr die beiden Bereiche. Ne? Also, hier ist jetzt irgendwas gelandet. Da ist unsere kaputte PS5. Und damit können wir auch loslegen. Wir laufen. Drehen uns um. Okay. Kann ich eigentlich den Hasen auch? Ich weiß es nicht. Ist doch ein Hase oder was ist das? Okay, die hauen vor mir ab. Okay, kann man. Tut mir leid. Ich wollte es nur mal ausprobieren, damit ihr es nicht ausprobieren müsst. Okay, halten wir X gedrückt, können wir rüberfliegen. Das ist easy, das kriegen wir hin. Und hier ist irgendein kaputtes Raumschiff. Dem geben wir einen mit. Öffnen dadurch direkt die Sonnensegel. Beziehungsweise die Solarpaneele. Ja, und damit haben wir es anscheinend reaktiviert. Es haut ab, okay. Allein schon die Vibrationsfunktionen sind hier einfach so unfassbar genial. Jetzt schon umgesetzt. Okay, das kann sein. Wir fliegen jetzt also mit dem Controller. Das habe ich gesehen. Ich wusste nicht, dass man direkt schon am Anfang fliegt. So, hier ist jetzt eine Art Weltkarte. Allkarte, da wir im All sind. Hier sollen wir hinfliegen, okay. Boost. Bin ich da jetzt vorbeigeflogen? Nee, so. Okay, wir gehen rein. Das habe ich nicht genau gelesen. Ich glaube, Guerillanebel oder so stand da. Ja, schon wieder. Der möchte uns aber auch ärgern. So, was haben wir denn hier? In der Welt, in der wir sind, gibt es jetzt anscheinend verschiedene Unterwelten. Wir fangen mit dem Himmelsgarten an, okay. Oh, das sieht so gut aus, ne? Muss ich schon fliegen? Ich muss, okay. Okay, da sind wir doch. Fantastisch gelandet. So, was haben wir denn hier alles?
Allein, ich würde euch das so gerne zeigen. Allein dieses, wenn ich jetzt hier auf dem Stein rumlaufe, ihr merkt wirklich in meinem Abstand links und rechts, wie die, also wirklich wie Fußgetrippel. Das fühlt sich auf dem Rasen anders an, als wenn wir über Rasen laufen. Ich muss ins Wasser gehen. Es fühlt sich auch anders an. Es ist unglaublich. Es ist einfach nur unglaublich. Okay, ich glaube, hier hätte ich lieber drauf springen sollen. Oh ja. Habe ich da jetzt alle? Okay. Was bist du? Ey. Gib mir mal die ganzen Münzen her. Hier war da noch was. So. Was willst du? Okay. Ein Bot abgehakt. Wir haben eine Trophäe bekommen. Okay. Das heißt, wir haben den hier reingepackt. Okay. Ja. Ist ein Speicherpunkt. Ja. Da hängt einer. Dich rette ich. Komm her. Zack. Okay, das heißt, wir sehen oben, wie viele Bots wir brauchen. Das ist der zweite. Es gibt gar nicht so viele hier drin, ne? Oh nein, er hat uns getroffen. Und damit sind wir... Okay, das heißt, ein Hit und wir sind weg. Kein Ding. Oh, da hängt was. Da muss ich gleich mal dran an diese Schnur. Erstmal muss ich mich um den hier kümmern. So. Ups. Achso, das ist einfach zum... okay, das ist so rüberschwingen. Hep. Rüberfliegen. Kaputt. Na, okay. Der... Oh, guter Schuss. Warte, das kriege ich auch hin. Zack, erwischt. Ja, irgendwas... Ich kann mir vorstellen, dass irgendwas in den Bäumen drin ist oder so, aber... Da sehe ich noch nichts. Hm. Oh. Okay, neuer Speicherpunkt. Ah, okay, über die muss ich drüber fliegen. Warte, zack. Um die zu rösten oder was auch immer. Dabei frage ich mich jetzt gerade einmal ganz kurz, und das würde mich echt interessieren. Spielt ihr so wie ich, dass ihr wirklich nur die beiden Zeigefinger nutzt für alle vier Knöpfe oder legt ihr die so drauf? Weil ich sehe manchmal welche, die spielen so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, da haben wir irgendeinen Special-Bot gerettet. Ah, okay, wahrscheinlich, weil die Werkzeugmechaniker, sein kleiner Kumpel, stärkt ihm den Rücken. Okay, kann ich irgendwas mit dir machen? Ich glaube noch nicht. Das kennen wir ja auch noch, ne? Ein bisschen an... Ach nee, muss ich gedrückt halten. Und dann zack. Oh, eine Wasserrutsche. Nein, wie genial. Eine Wasserrutsche. Wow. Okay. Go. Boah, dieses Spiel ist Freude pur, wirklich. Es ist Freude pur. Und ich bin so happy, dass es heute schon gekommen ist. Okay. Oh, okay. Was habe ich jetzt gefunden? Warte, erstmal muss ich den hier, der kommt nämlich zu mir gehüpft. Hau mal ab da. Hier kann ich, glaube ich, nichts drin machen, ne? Hm. Ah, das kann ich aufmachen. Warte, dranhängen. Aufmachen, dann kommt das ganze Wasser da raus. Und da haben wir einen Bot. Jawohl, wer bist du denn? Du bist der Multiversum, die Multiversum-Rebellin. Ein Lombax aus einer anderen Dimension. Wie aufregend. Okay, weiter geht's, würde ich sagen.
Ist hier noch irgendwas? Nein. Okay. Dann können wir hier wieder hoch und raus. Flupp. Das sieht aus wie eine Nacktschnecke. Dann hatte ich heute Morgen auch so unfassbar viele von dem Garten. Aber ihr seid gar keine Feinde. Ihr habt nämlich meine Bot-Augen. Was ist das hier? Da kann man nichts machen, okay. Yep. Ey, wo willst du hin? Das Teil will ich haben. Wo ist denn der jetzt hin? Der kommt da nicht runter. Da müssen wir bestimmt... Ach, warte mal, wir können... Okay. Was ist das jetzt? Okay. Okay. Zack. Puh, da geht die Luft wieder. Es ist so genial. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich dieses Spiel spiele, ich komme mir einfach vor wie so ein, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen wie ein Kind, weil das hört sich blöd an, sondern so wie der kleine Stefan irgendwie vor Weihnachten, der sich einfach, also der wirklich noch richtig Freude an einem neuen Spiel hatte und es ist einfach eine pure Freude, dieses Game. Okay, kann ich hier hoch? Bestimmt. Ich habe immer noch das Schweinchen-Ding oder es ist geil. Okay. Alles klar. Das heißt, wenn wir uns mit Luft vollpumpen, dann geht es richtig schnell hoch. Das heißt, hier möchte ich jetzt auf jeden Fall erstmal. Dich muss ich retten. Bisher läuft's gut. Oh, einen habe ich verpasst. Einen habe ich verpasst anscheinend. So, und jetzt hier. Oh, warte, nein, da war doch was. Da war doch was. Nein. So, hier, warte, zack. Oh, das ist richtig schwierig. Richtig schwierig. Da war doch auch irgendwo eine große Münze, glaube ich, oder? Kann ich mich auf euch draufstellen? Ah, ich weiß gar nicht so genau, bestimmt eigentlich. Komm. Komm, okay. Kann ich dir was tun? Nein. Ich glaube, ich habe alles, oder? So, wo fliegen wir hin? Ich muss gucken. Das ist schon das. Also irgendwas habe ich verpasst. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal, wenn wir hier fertig sind, das Level neu spielen. Denn irgendwas habe ich garantiert verpasst. Wobei ich jetzt halt das Schweinchen habe. Vielleicht ist das auch... Komme ich zu dem Bot einfach nur hin, irgendwo da hinten, wo es weit oben ist, eben mit, nur mit dem Schweinchen. Das kann auch sein. Ist das überhaupt ein Schweinchen? Nee, das ist eine Krake, ne? Egal, ist für mich ein Schweinchen. Okay, ich glaube, wir haben das Level geschafft und haben zwei Bots nicht bekommen. Ist das richtig? Glaube ich schon. Zwei Stück verpasst. Oder sogar drei. Aber zumindest haben wir die beiden Special Bots bekommen, ne? Was muss ich machen? Muss ich fliegen? Okay. L2, R2, wir ziehen durch. Und... haben 5 von 300. Da muss ich auf jeden Fall noch... einiges sammeln. Wie viel habe ich denn da jetzt verpasst? Zwei Stück habe ich verpasst. Okay, zwei Stück und ein Puzzleteil. Alles klar. Wir spielen jetzt kein ganzes Level mehr. Aztec-Pfad. Cream Canyon. Wir spielen kein ganzes Level mehr, aber trotzdem einmal ganz kurz gucken, wie es denn aussieht. Denn dann werde ich mich gleich so richtig schön gemütlich auf meine Couch schauen und dieses Game spielen. Hopp. Okay. Was war da jetzt?
Was muss ich drücken? Das verstehe ich gerade nicht. Ach, ich muss daher gehen. Moment, 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 ich muss hierher gehen? Und irgendeiner vibriert dann? Das verstehe ich. Ich verstehe es nicht. Also, ich muss hergehen. An irgendeiner Stelle vibriert es. Moment, also. Ah, okay. Das wäre es jetzt auch gewesen, hier dran zu scheitern. So, hier sind ein paar Gegner. Wir kriegen natürlich erstmal einen drauf. Hier kann ich doch bestimmt... Guck mal, da ist doch direkt was. Da könnte ich wieder mein Schweinchen gebrauchen. Wie komme ich denn hier hoch? Gar nicht? Das kann nicht sein. Das akzeptiere ich nicht. Wie komme ich da hoch? So komme ich da hoch. Yep. Yep. Hab. Wow, 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 wow. Was mache ich denn mit dir? Ah! Warte mal, dann kann ich dich vielleicht da reinhauen. Das sieht aus wie so ein Loch. Nee. Schade. Achso, aber dass man... Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Wenn wir den jetzt hier hinhauen, dann kommen wir da hoch. Das soll uns zeigen, hey, hier kommst du hoch. Denn hier haben wir den ersten Bot. Und zwar... ein Standardbot. Okay. So, was sehen wir hier? Nichts Besonderes. Er kriegt einen. Den hauen wir hier hin. Hep, damit wir hier hochkommen. Ist hier was? Nein. Zack. Oh nein, schon wieder das. Okay, jetzt wissen wir aber, wie es geht. Hier rein. Okay, also man spürt es tatsächlich, dass diese Stelle dann einfach ein bisschen mehr vibriert. Und dann wissen wir, dass wir da rein müssen. So, was haben wir? Okay, zwei Frösche. Was mache ich mit? Oh, ist das Donkey Kong? Ah, das heißt... Ah, ist das genial. Hier merkt ihr jetzt auch richtig... Zack, das sieht man, glaube ich, auch. Ne? Dass hier so ein kleiner Widerstand ist. So. Oh, die sind mir ein bisschen zu schnell. Es ist so genial, dieses Spiel. Es ist so unfassbar genial. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ich muss das... Ah. Zack. Aber ich glaube, da hinten... Also, vorhin hätte ich, glaube ich, auch noch eine andere Abzweigung nehmen können, oder? Muss ich nachher mal gucken. Kann ich hier was... Nee, da ist nichts drauf. Zack, du nicht. Dich hau ich da auch mal weg. Zack. Da ist Crash Bandicoot. Ich krieg zu viel. Wir haben Crash Bandicoot gerettet. Das wirbelnde Beuteltier nicht zu verwechseln mit einem unartigen Hund. Es ist so gut. Kann ich euch auch? Ich habe Angst, hier runterzufallen. Moment. Boah, wie soll ich den hinteren erwischen? Ne, so auf jeden Fall nicht. So nicht, so nicht, so nicht. Oh, Gegner, Gegner, Gegner. Okay, was haben wir hier? Wieder was, so ein Sticky-Ding. Zack, okay. Das ist so genial. Freunde, passt auf, wir müssen aufhören. Ich muss dieses Spiel gleich wirklich alleine weiterspielen und genießen. Es ist so unfassbar gut. Ich kann euch wirklich nur sagen, wenn ihr einen neuen genialen Plattformer braucht, dann kauft euch, wie gesagt, Astrobot. Ich habe es zum Glück heute schon bekommen. Ihr seht, es läuft absolut super auf der Portal. Ja? Wenn ihr sowieso gerne mehr über die Portal lesen wollt, sehen wollt, schaut gerne auf meinem Kanal nach. Ich habe da viel zu gemacht.
Kommt auch auf jeden Fall in meinen Discord. Dort sind viele Leute, die eben eine Portal nutzen. Wenn ihr Probleme mit der Portal habt, wenn sie bei euch nicht so gut läuft, schaut euch meine Videos an und kommt auch da unbedingt in meinen Discord, denn wir haben definitiv sehr, sehr guten Support, sodass wir euch einfach helfen können, dass ihr zu Hause die Verbindung besser hinbekommt. Ne? Wenn ihr hier beispielsweise die Weltkugel habt oder wenn ihr Ruckler habt, Lags, wenn irgendwas zu Hause nicht passt, denn ganz wichtig, spielt ihr im gleichen Netzwerk, ist eure Internetverbindung egal. Dann kommt es einfach nur auf ein gutes Wi-Fi zu Hause an. Von daher sage ich noch einmal, kommt in den Discord, ich sage noch einmal, kauft euch Astrobot und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr genauso gehypt seid auf dieses Game wie ich. Das ist absolut Spiel des Jahres Material für mich, aber das Jahr ist noch lang, da machen wir am Ende noch eine Liste, meine lieben Freunde. Ich bin raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.